Egal. Heute mit einer Quiz-Challenge gegen den Rascho hier neben mir. Das Intro ist so scheiße. Auf jeden Fall haben wir auch einen Assistenten hinter der Kamera, der liest uns die Fragen vor. Und ja, natürlich gibt es auch wieder eine Bestrafung, wie immer. Seid gespannt, mal gucken, wer gewinnen wird. Das sind allgemeine Schätzfragen und. Das sind allgemeine Schätzfragen und ja, genau, willst du noch irgendwas sagen? Nö. Würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an. Erste Frage. Im Jahr 2013 gab es in Deutschland ungefähr 15.000 Tankstellen. Wie viele Tankstellen gab es vor etwa 50 Jahren, im Jahr 1970? Warte mal ganz kurz. Was war hier aber am Anfang? So, im Jahr 2013 gab es 50 Tankstellen. 15.000 also Tankstellen. 15.000. Ja. Okay, jetzt 19. Wie viel gab es vor 50 Jahren? 1970. Okay, ich kann keine Ahnung aufschreiben. Ich wollte schon sagen. Lest doch nochmal die Frage. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Ich habe bestimmt jetzt beide komplett falsch, bin ich mir sicher. Okay, wer fängt an? Ich jetzt auch nicht gedacht. Wir drehen um 500. 550. Also beides sowas von heftig daneben. Im Moment sind es 15.000 und im Jahr 1970 waren es noch 60.000. Hä? Hier steht etwa 60.000. Okay, das ist krass, Alter, das ist krass. 1-0 für Marco. Aber ja, 1-0 für mich. Fuck. 1-0. Ich sag einfach 50, das sind 60.000. Okay, next. In ganz Deutschland 50 Tankstellen. Nächste Frage. Wie viele Piratenüberfälle gab es 2012 weltweit? Gab es an dem Jahr? In diesem Jahr, 2012. Wie viele Piratenüberfälle weltweit? Also nicht irgendwo in Afrika, Somalia oder so, sondern generell weltweit. Okay. 2012. Piratenüberfälle auf Schmack mal. Einfach geschätzt. 1, 2, 3, 4.500. Ich hab 80. 80. Und du hast 4.000. Punkt für Shaba 300. Ja! 1-1. Ey, ich fand's nicht so spannend, Mann. Laber keine Scheiße. Was? Laber keine Scheiße. Wie viele Menschen in Deutschland nutzen ein Smartphone aktuell? Aktuell. Okay, dann. Machen wir mal so. Okay, ich hab schon. Er hat bei mir geguckt, glaube ich. Ich schätze. 78 Millionen. Boah, wer ist denn jetzt? Wer ist denn? 54 Millionen. Ich glaube, Markus ist jetzt 22. Ja, ich hab gehört so, ja. Ich hat jeder in Deutschland fast mal ein. Ey, ich war schon 33. Das sind halt voll viele alte Leute, weißt du? Ja, stimmt. Das ist doch ein neues Altersdurchschnitt in Deutschland. Scheiß Handys. So, kann ich weitermachen? Ja. Wie viele gesetzliche Krankenkassen gibt es in Deutschland? Keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung von sowas. Ohne Witz, null Plan. Ich auch nicht, aber ich hätte vielleicht sogar die richtige Richtung getippt. Wie viel hast du? 1, 2, 3, 10, 20. Ich habe was näher dran. Scheiße! Also es sind 113 im Vergleich, Achtung, im Vergleich 1970 waren es 1815. Alter! Okay, 2-2. Fuck, also. Erstmal die letzte Frage. Ich muss, glaube ich, meine Sherlock Holmes Mütze hier jetzt aufziehen. Das wird hier geschickt. Oh mein Gott! Wow! So, jetzt IQ over 9000. Wie viele Spiele absolvierte Franz Beckenbauer für die deutsche Nationalmannschaft? Oh.
Das ist nicht Bayern, es ist wirklich nur Deutschland. Ja, nur Deutschland. Ach so, nur Deutschland. Ja, ich wusste, dass du das insgesamt aufschreibst. Das war mir so klar, Alter. Boah, das war richtig. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hab geraten. Ich auch. Wie viel hast du denn? Ich hab 100. Also, von dir bin ich enttäuscht. Ich glaube, es gibt keinen Nationalspieler, der mehr als 150 hatte, gell? Echt? Ja. Markus, übelst nah dran. 103. Was ist los, Alter? Hier, Uku, natürlich Uku. Iku-Mütze. Aber ich komm zurück, Alter. Digga, wie kommst du auf die 100? Mal kurzes Statement dazu, Alter. Denkst du, Ronaldo hat 400 Länderspiele für Portugal, oder was? Der hat doch Training zu tun. Okay, kurze Cut. Neue Fragen kommen. Für die kurze Pause nehmen wir kurz die Iku-Mütze runter. Sonst verbraucht die Energie. Okay, die Fragen gehen wieder weiter. Let's go. Iku-Mütze 3, 2, aber ich komm zurück. 3, 2. So. Nee, du. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgeladen? Digga, diese Frage habe ich schon mal irgendwo gehört. Sogar in einem YouTube-Video habe ich das mal gesehen, aber ich weiß es gar nicht mehr. Bro, ich weiß es gar nicht mehr, sure. Die Frage ist bekannt, die habe ich auch schon mal gehört. Ist bekannt. Ich wusste es jetzt auch nicht. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute? Ja, genau. Pro Minute. Auf der ganzen Welt ist das aber, gell, oder nur Deutschland wieder? Nee, hier steht insgesamt. Rechnen, multiplizieren, subtrahieren. Digga, jetzt mach mal. Ich zähl mal von 20 runter. Okay. 20, 19. Ich mach mal das, was ich als erstes gedacht habe. Scheiß drauf. Okay, so, zeig her. 400. 400? Wie viel hast du? 40.000. 300. Oh! Nein! Jawoll, Digga! Puh! Ey, das ist mein Spiel. Puh! Das ist eine einfache Frage, also der muss sich ein bisschen. Ja, mit. Mann, Alter. Ja, auskennen mit Erdkunde eigentlich. Okay, let's go. Wie viele Menschen leben in China? China auf jeden Fall die meisten Menschen auf der ganzen Erde. Oh, jetzt hab ich ihm geholfen im Raschungsrüstelbisch. Ich gebe euch noch 10 Sekunden nochmal zu überdenken, oder? Ne? Das ist 10, egal, ich mach das, was 9, ich denke einfach. 8, 7. Ungefähr. Fertig? Ich weiß gar nicht. Wie hast du? 2,2 Milliarden oder so? Ich wollte 1 Milliarde. Ich wollte auch 3 Milliarden am Anfang machen. Digga, das sind. Also, ich glaube, Marco hat jetzt insgesamt gewonnen schon. Was? Ja, wie viel? 1,373 Milliarden. Okay, warte mal, wie viele Fragen waren es insgesamt noch? Jetzt steht es wie viel? 5-2 für mich, ne? 5-2. Wie viele Fragen gibt es noch? 1, 2, 3, 4. Noch 4. Oh, ich kann es schaffen. Er kann es auch schaffen. Noch 4 Fragen, 5-2. Okay, weiter geht's. Nächste Frage. Jetzt ist spannend. Wie viele Satelliten befinden sich im All? Nein. Fast. Ich sehe aber, dass du Hilfe brauchst, Digga. Die Kumitze sieht alles, Bro. Wie viele Satelliten? Du hast eins gesagt, der hat Fass gesagt. War das ernst gemeint, dieses Fass? Vielleicht. Das Fass, das hat mich gerade auseinandergenommen. Das war Spaß. Was habt ihr? Was du? Du hast gewonnen. Zeig her. 1, 2, 3, 150. 5. Du hast doch Spaß gesagt. Ja, aber Spaß, du sagst doch selber, ich hab's auch Spaß gesagt. 1495. Boah, okay, krass, Alter, krass. Deswegen das da oben ist eine zweite Welt, Alter, okay? Okay, ich hab verloren. Also, du hast jetzt endgültig verloren, oder? Ja. Was sagen Sie, mein Freund Schnee? Ein bisschen IQ? Die IQ-Mütze bringt bei ihm nichts. Du bist wieder zu mir. Das kann den IQ nicht hochtreiben, wo kein IQ ist. Hey, Mann. Ah, Spaß. Aber wir machen ja ohne Bestrafung. Was für ohne Bestrafung? Leute, normalerweise, ich habe schon eine richtig kranke Bestrafung für ihn ausgedacht, wegen der Rache vom letzten Mal. Aber, weil es Schätzfragen sind, und halt Fragen, was man eigentlich nicht zu 100% weiß,
machen wir ein bisschen eine kleinere Bestrafung und so, aber jetzt sind wir fertig mit der Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. IQ Mütze for the win, Rasho for the lose. Und ja, jetzt seid gespannt auf die Strafe. Bis dann. Was, willst du noch was sagen? Ja. Willst du noch was sagen zu der Niederlage? Ja, aber ihr habt ja selbst gesehen, diese Fragen. Woher soll man das wissen? Nennt man eine Grundschule, Bro. Du hast gesagt, 5 Satelliten im ganzen Jahr. Jetzt sag ich fast. Egal, wir sehen uns bei der Strafe, Jungs. Bis dann. So, was geht ab, Leute? Wir kommen jetzt auch hier zur Strafe. Wir fangen langsam an. Der hat mich hier quälen lassen, in der Stadt ein bisschen rumlaufen hier auf Unterhose, auf diese Spontane hier, gell? Mein Freundchen. Und hier, wie ihr sehen könnt, habe ich mir so einen leckeren Salat geholt. Der Kameramann hat sich hier einen schönen Obstteller gegönnt. Und der Rasho hier hat auch Hunger, gell? Du hast doch Hunger, Bro. Der kriegt auch was Leckeres. Kriegt auch was Leckeres. Was passt besser zu ihm als dem Futter? Komm, film mal hier. Ihr schaut es euch an, Leute. Katzenfutter, was haben wir hier? Eigentlich nur alles Katzenfutter. Hier hinten haben wir ein paar Leckerlis. So, jetzt suchen wir mal was Leckeres aus. Fitness macht er auch. Braucht ihr ein paar Proteins. Welcher Hund sieht süß aus? Guck dir das mal an, das sieht doch schön ekelhaft aus, oder? Der Klassiker. Hier, Geflügel plus Rind, das passt doch, oder? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Sieht gut aus? Nehmen wir auch da. Nehmen wir mit. So. Das kaufen wir jetzt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, deswegen sehen wir jetzt einen Cut. Und wir sehen uns dann bei der Bestrafung. Bis dann. So, was geht ab? Kurze Location-Wechsel. Was geht? So, jetzt kommen wir zur Strafe. Hier nochmal das Produkt. Er zieht wenigstens auch durch. Ehrenschulden werden beglichen. Gell, Bro? Ja. Und ja. Aber Fleisch, guck mal, Geflügel mit Rind aus. Hier, yeah. Proteine, Geflügel mit Rind. Ach du Scheiße. Boah, wie gut. Zuckt euch das mal an, Jungs. So lecker Schmecker. Müsst einen guten Happen nehmen, ne? Wartet ab, Jungs, wartet ab. Ich hab eigentlich noch eine richtig heftige Strafe im Petto. Die wird noch kommen. Die wird noch kommen, wenn ihr die nächste Challenge verliert, auf jeden Fall. Oh, Scheiße, okay. Warte, er hat sich hier was zurechtgeschnitten. Nein, warte, lass mich die Portion machen. Ich mach die Portion für ihn. Wenn, dann müssen wir schon noch. Wir sind hier auf dem Channel von Kamatu. Wenn, dann müssen wir auch schon richtig zulegen hier. Warte, mein Freundchen. So ein Häppchen. Du kannst auch ausspucken, aber das. Das ist schon krass, Alter. Lecker, Schlecker. Digga, hör doch auf, Bro. Bro, zieh durch, komm, du bist ein Mann. Wenn du es nicht machst, dann überlege ich mir was Schlimmeres auf jeden Fall. Digga, das ist heftig. Komm, kauen. Kauen. Digga, ich spuck sowas an. Komm, kau. Versuch runterzuschlucken. Komm. Digga, das ist noch weiter. Spuck doch aus, Junge. Komm. Du darfst doch ausspucken. Du darfst. Spuck aus, Bro. Spuck aus. Spuck aus. Spuck einfach aus, Mann. Das ist zu heftig, Digga. Hast du runtergeschluckt? Zeig mal, mach mal Mund auf. Spuck aus, Alter. Nee, im Licht, komm. Zeig mal. Komm. Mach mal hier, zeig mal im Licht. Digga, der ist krank. Ach du Scheiße, der hat das gegessen, Mann. Lava nicht. Hat so gut geschmeckt. Hat es so gut geschmeckt. Oh, willst du noch ein bisschen? Der hat mich geschockt, gell? Der wird so kotzen. Ja, wieso schluckt der das runter? Wir haben gesagt, der darf ausspucken. Ich weiß auch, das hat ihm wohl geschmeckt. Ich glaube, der will noch ein Häppchen. Willst du noch ein Häppchen? Wir machen diese Scheiße. Wir haben noch genug. Oh. Ja. Der kickt einfach gegen den Stein. Film mal. Egal, Leute, das war's auf jeden Fall mit der Bestrafung. Er hat durchgezogen. Ja, man hat sogar noch runtergeschluckt. Das ist richtig krass. Hätte ich nicht gedacht, auf jeden Fall. Boah. Auf jeden Fall, wir hören uns. Bis zur nächsten Challenge. Let's go. We can make a wildfire getaway.